Der Knackpunkt, da geht die Welt im Dreisprung erst so richtig los. Sie ist schon sehr weit gesprungen in diesem Jahr, 1461. Dann aber lange verletzt und das ist ihr Einstand. Standesgemäß, bitteschön, sagt sie. Toller Sprung, ganz leichter Gegenwind auf der Gegengirisch in Führung. Ja, das ist noch nicht das, was sie sich vorstellt, logischerweise. Die Saison ist aber extra. Springt die Frau heute. Ja, ein bisschen traurig war Nele Eckert schon, denn 14-16 hat sie in diesem Jahr geschafft. 14-20 wäre die Norm, um mit zu den Weltmeisterschaften zu fahren. Die hat sie natürlich schon dicke eingefahren mit dem deutschen Rekord in diesem Jahr. 14-61 und heute nach einer kleinen Verletzungspause und ein paar Fragezeichen, die sie mit hierher gebracht hat nach Berlin. Alles easy nach den 14-26 hier nochmal 14-17 im letzten Versuch. Super Konstanz, tolle Leistung, deutsche Meisterin. Glückwunsch, Christin Gierisch und auch sie stand gleich danach Rede und Antwort bei Klaus Müffel. Herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft. War das ansatzweise ein ähnliches Gefühl wie bei EM Silber vor einem Jahr in diesem Stadion? Ja, vielen lieben Dank. Leider nein, natürlich nicht. Das letzte Jahr war einfach ein absolutes Highlight. Aber trotzdem hat das Publikum heute wieder super mitgemacht. Und es war auch wieder eine gute Stimmung. Und es ist einfach immer wieder schön, auf dieser blauen Bahn hier zu springen. Jetzt haben Sie einen deutschen Rekord in der Halle. Freiluft, sind deutsche Meisterin und all die Geschichten, die man immer so am Abseits liest. Irgendwie was von antrainiertem Schmerzgedächtnis und so weiter, haben Sie auch hinter sich gelassen. Ist das jetzt völlig befreit und damit geht es zur WM nach Katar? Ja, definitiv. Ich habe immer gesagt, beide deutsche Rekorde ist ein absolutes Ziel von mir. Und jetzt habe ich die schon mal. Jetzt steht eigentlich nur noch die 15 Meter auf der Agenda. Ist noch ein Stückchen Arbeit, was wir vor uns haben. Aber ich meine, das wäre der Leistungssport ohne weitere Ziele. Was fehlt denn noch? Ja, Stabilität in der Gesundheit, würde ich auf jeden Fall sagen. Es gab jetzt in der Vergangenheit wirklich ein paar Probleme. Die haben wir aber jetzt ausgemerzt. Jetzt haben wir noch 2 Monate Zeit. Die Norm ist sicher. Ich kann morgen nominiert werden oder am Montag, wann auch immer. Und ja, dann können wir ganz normal ins Trainingslager gehen und dann kommt Doha und da freue ich mich sehr drauf. Dabei wünschen wir Ihnen viel Spaß. Danke.